Hammer, jetzt ist ja Ihr erstes Buch für Erwachsene rausgekommen, Wie alles kam. Was ist das für ein Gefühl für Sie? Wie fühlt sich das an? Und was ist anders beim Vorstellen des Buches oder bei Lesungen? Ja, anders ist natürlich prinzipiell, dass ich jetzt vor Erwachsenen vorlese und da noch nicht die geringste Erfahrung habe. Ich lese ja schon seit 50 Jahren vor Kindern vor, weiß genau, wann sie wie reagieren. Und es ist nicht unbedingt Routine, aber es ist so, dass man nicht auf irgendwelche großen Überraschungen gefasst sein muss. Ja? Anders ist so, dass ich jetzt schon ein bisschen aufgeregt bin. Wir haben heute einen Autor zu Gast, zu dem muss ich eigentlich gar nicht mehr groß was sagen, wahrscheinlich hier in Bamberg. Er ist Kinder- und Jugendbuchautor, er ist Illustrator, Übersetzer, schreibt Drehbücher und ist Theaterautor. Und es gibt, denke ich, niemanden im Publikum, der nicht mindestens ein Buch von ihm gelesen hat. Seine Bücher haben Generationen geprägt und haben voller Fantasie und Sprachwitz so viele Kinder durch ihre Kindheit und Jugend begleitet. Und er gehört mittlerweile zu den bekanntesten und beliebtesten Kinderbuchautoren unserer Zeit. Seine Bücher sind mittlerweile in unzählige Sprachen übersetzt und Figuren wie Lippel oder der Herr Bello oder natürlich auch des Sams sind mittlerweile wirklich weltweit bekannt. Scheinbar unerschöpflich scheinen die Ideen in Paul Maars Kopf zu sein, mit denen er sich mühelos in seine jungen Leser reinversetzen kann und sie immer wieder in spannende Geschichten entführt. Er hat natürlich auch unglaublich viele Preise bekommen. Also ganz ehrlich, ich versuche jetzt gar nicht erst alle aufzuzählen. Kleine Auswahl. Er hat den Deutschen Jugendliteraturpreis für sein Gesamtwerk bekommen, den Verdienstorden der ersten Klasse der Bundesrepublik Deutschland, den E.T.A. Hoffmann-Preis der Stadt Bamberg und jetzt ganz neu am 10. September in Hamburg beim Harbourfront Festival, bei diesem riesen Festival, wurde ihm das Hamburger Tüdelband verliehen. Das haben mittlerweile auch schon Preisträger wie Cornelia Funke und Kirsten Boje bekommen. Er hat es bekommen mit der Begründung, dass Paul Maar seit Jahrzehnten dazu beitrage, dass seine jungen Leserinnen und Leser mutigere und glücklichere Menschen werden, so die Jury. Ich finde, das ist eine so tolle Begründung, der kann ich mich nur aus vollem Herzen anschließen. Heute Abend aber, da wird er uns sein neuestes Buch vorstellen und das richtet sich ausnahmsweise mal nicht an Kinder, sondern an etwas ältere Leser. In Wie alles kam gewährt er uns einen sehr, sehr persönlichen Einblick in seine Kindheit und ich freue mich sehr, dass wir heute Abend drüber sprechen werden. Begleitet wird Paul Maar von Wolfgang Stute. Vielleicht kennen den einige von Ihnen noch, denn er war 10 Jahre lang musikalischer Leiter am E.T.H. Hoffmann Theater unter Rainer Lewandowski. Er war außerdem musikalischer Leiter von Heinz-Rudolf Kunzes Sommernachtstraum und Manager. Er hat mit Purple Schulz gearbeitet und momentan ist er in München im Maximilianspalast. Die Klänge, die er seiner Gitarre entlockt, die sind manchmal ein bisschen melancholisch, manchmal wunderbar beschwingt, aber auf jeden Fall gehen sie dabei immer direkt mitten ins Herz. Ich freue mich sehr, dass die zwei heute da sind. Bitte begrüßen Sie mit einem großen Applaus endlich Paul Maar und Wolfgang Stute. So, während mich Wolfgang von der Maske befreit, kann ich ja schon erzählen, dass ich vorgestern überhaupt nicht mehr sprechen konnte, gestern nur noch krächzen, weil ich eine Stimmbandentzündung habe. Und heute geht es einigermaßen. Aber wenn mir die Stimme irgendwann bricht bei meinem Text, dann ist es nicht, weil ich so gerührt bin von meinem eigenen Text, sondern es liegt einfach an meiner Stimme. Aber Wolfgang fängt an. Thank you.
Vielen, vielen Dank, Wolfgang Stute, das war wunderbar. Lieber Paul, also erstmal danke natürlich für deine Geduld, dass du das alles so klaglos mitgemacht hast, gerade die Verzögerung. Ich steige gleich ein mit der ersten Frage. Dieses Jahr bis jetzt war ja bei dir trotz oder gerade wegen Corona ein sehr produktives. Ja. Du hast den 10. Samsband rausgebracht, du hast ein wunderbares Bilderbuch rausgebracht, die Goldene Schildkröte. Und jetzt den Roman deiner Kindheit. Wie hast du die Zeit empfunden? Das war ja eine Zeit des Rückzugs und ohne Kontakte, soziale Kontakte. Wie hast du das empfunden? Vor Corona saß ich morgens um 10 am Computer oder am Schreibtisch und habe geschrieben. Und bei Corona saß ich morgens um 10 am Schreibtisch und habe geschrieben. Im Grunde genommen hat sich nichts verändert. Ich würde aber sagen, dass dir diese Zeit auf jeden Fall, also uns sehr, sehr gut getan hat, weil 3 Bücher pro Jahr ist echt, das ist irre produktiv. Wie ist das? Man kennt dich ja hauptsächlich als Kinder- und Jugendbuchautor. Ja. Wie kam es jetzt zu diesem Buch, das sich wirklich hauptsächlich an Erwachsene oder auch junge Erwachsene richtet? Gab es da einen Auslöser? Ja, nicht nur junge Erwachsene. Also ich bekomme eigentlich sehr viele Briefe, gerade von Menschen in meiner Generation. Also 70- und sogar 80-Jährige schreiben mir, genau so war das. Und sie haben meine eigene Kindheit beschrieben.
Wie kam es dazu? Da muss ich ein bisschen ausholen. Vor einem guten Jahr, also im August 2019, hatte ich plötzlich 5 Liter Wasser in der Lunge. Und man hat festgestellt, das liegt daran, dass meine Aortenklappe im Herzen kaputt war. Dann hat man mich erstmal entwässert. Und dann war ich in Erlangen in der Uniklinik und bekam eine neue Aortenklappe eingesetzt und bekam 3 Wochen Reha verordnet. Und dann saß ich nun in der Reha. Und wenn man so eine schwere Operation hinter sich hat, die auch letal hätte enden können, dann denkt man über sein Leben nach und überlegt, was hätte ich eigentlich noch meinen Nachkommen, meinen Kindern, meinen Verwandten oder auch meinen Lesern zu sagen. Und da hat sich so zum ersten Mal schon herausgebildet, vielleicht sollte ich auch mal was schreiben für Erwachsene. Dann kam dazu ein Anstoß von außen. Unser Sohn Michael, der Michael Mahr, schreibt auch. Und er hat im Gegensatz zu mir einen Literaturagenten. Ich habe es geschafft, in 50 Jahren ohne Literaturagenten auszukommen. Und der hat mich besucht in der Reha in der ersten Woche aus Berlin und brachte zufälligerweise seinen Literaturagenten mit, den Matthias Landwehr. Und da sagte Herr Mahr, wenn ich Ihr Agent wäre, ich würde Ihnen Folgendes raten. Schreiben Sie jetzt als nächstes nicht mal ein Kinderbuch, sondern Sie müssten endlich mal zu Ihren Anfängen zurückkehren. Sie haben ja mal angefangen, für Erwachsene zu schreiben. Und Sie sollten schreiben, wie Sie eigentlich dazugekommen sind, der Autor zu werden, den alle, nicht alle, aber viele kennen durch die Sams-Bücher. Es gibt Großeltern, Eltern, die Sams-Bücher kennen und vielleicht würden gerne andere wissen, wie man überhaupt auf so eine Idee kommt. Und ich dachte, ja gut. Und in den nächsten 14 Tagen in der Reha hatte ich schon, als ich nach Hause fuhr, die ersten 80 Seiten geschrieben. Das ging aber sehr schnell. Wie war das? Für dieses Buch musstest du dich ja eigentlich hauptsächlich erinnern. Ja. Wie macht man das? Oder wie hast du das gemacht? Ja, wie habe ich das gemacht? Es gibt eine Methode zum Beispiel über Gerüche. Ich bin sehr geruchsaffin und kann mich an viele Gerüche erinnern. Ich dachte, wie war das in meiner Kindheit? Ich bin groß geworden auf dem Land in Oberteres in der Gastwirtschaft meiner Großeltern. Und ich habe mich genau erinnert, wie es damals roch. Also wenn ich am Montag früh in die Schule ging, musste ich durch die Gaststube und dann roch die ganze Gaststube nach kaltem Rauch, weil es da mindestens 3 Schafkopfpartien am Sonntagabend gab. Und diese schafkopfenden Männer haben alle ihren Stumpen geraucht, also eine Zigarre. Ja. Und obwohl meine Oma gleich nachdem der Letzte gegangen war, die ganzen Aschenbecher entsorgt hat, der Rauch, der hat sich in den Vorhängen gehalten und die wurde auch schon in den Kleidern der Kartenden mitgebracht. Also ich bin ganz schnell durchgegangen, schaute, dass ich wieder im Freien war. Das war der Montag und der Dienstag. Am Mittwoch wurde dieser Geruch dann abgelöst durch den Geruch nach kaltem oder abgestandenem Bier. Denn der Bierhahn war nicht so ganz dicht und da tropfte immer. Und das Bier wurde aufgefangen in so einer gelochten Auffangschale. Und dann roch es also nach Bier. Aber es gab einen sehr schönen Geruch, nämlich vor dem Haus, neben der Kegelbahn stand ein Akazienbaum, ein riesiger Baum mit schönen Blüten. Und wenn die blühten, dann war ein schwülstiger, süßlicher Duft, der ins Zimmer, in die Gaststube hereinkam, wenn man das Fenster öffnete. Und unter dem Baum, da tropfte der Nektar dieser Blüten so auf den Boden, dass man fast mit den Füßen festklebte, während über einem das Gesumm von Hunderten von Bienen, vielleicht von Tausenden von Bienen, zu einem einzigen Brummen zusammen sich fügte. Ja. Also da, wenn ich daran dachte, schon war dann die Gaststube meiner Großeltern in meinem Kopf. Oder ich dachte an die Schule, wie hat es da gerochen? Es roch erstens mal nach stumpfer Tafelkreide. Dann hatten wir Schiefertafeln und da hing immer an einem gedrehten Strick ein Schwämmchen dran, ein Gummischwämmchen. Und wenn man das nicht regelmäßig ausgewaschen hat, dann roch das dann ein bisschen muffig. Und daneben saßen dann die Bauernkinder, die morgens vor der Schule noch den Stall ausmisten mussten oder das Tier, die Tiere füttern. Und das zusammen gab dann so einen ganz bestimmten Schulgeruch. Und wenn ich den im
Kopf oder in der Nase hatte, konnte ich gleich eine ganze Schulszene schreiben. Du hast im Buch ja so eine wunderbare Sequenz, wo du beschreibst, wie das ist mit den Erinnerungen. Denn ja. Erinnerungen sind ja kein stetiger Strom. So ist es. Darf ich es vorlesen, weil bitte. Ich so schön kann ich es gar nicht mündlich formulieren, wie ich das in der Reha geschrieben habe. Schön wäre es, wenn sich Erinnerungen wie an einer Perlenschnur von der frühesten Kindheit bis in die Jetztzeit aneinanderreihen würden. Oder um ein anderes Bild zu gebrauchen, wenn aus einem schmalen Bach, gespeist durch immer neue Lebensmomente, ein Fluss würde, der sich zuletzt als breiter Erinnerungsstrom ins Heute ergießt. So ist es aber nicht. Erinnerungen sind keine Tagebücher. Dem Vergleich mit einem Fluss halten sie nicht stand. Eher sind es verstreute große und kleine Pfützen. Pfützen nach einem Starkregen. Schafft man es mit einem Stock, eine Furche zu einer benachbarten Pfütze in die feuchte Erde zu ziehen, verbindet sich der Inhalt der einen mit der anderen zu einer starken Erinnerung. Die meisten Pfützen aber bleiben isoliert. Und so ging ich auch vor beim Schreiben. Wenn mir etwas einfiel, habe ich das sofort, das war diese Pfütze, die mir einfiel, habe ich das sofort niedergeschrieben und habe nicht darauf geachtet, ob ich da in der Szene, die ich beschreibe, gerade 4 oder 16 oder 12 Jahre alt war. Dachte, mein Lektor wird das schon in die richtige Reihenfolge bringen. Hat er anscheinend auch wunderbar gemacht. Hast du eigentlich in der Zeit als Kind und Jugendlicher ein Tagebuch geführt? Nein, das habe ich erst als Student. Als Student habe ich dann angefangen, Tagebuch zu führen. Wie war das jetzt beim Schreibprozess an sich? Ich stelle mir den etwas anders vor als bei einem Kinderbuch. Bei einem Kinderbuch, denke ich, gibt es eine Idee und ein Ziel, wo du gerne hin möchtest, mit einem Anfang und einem Ende. Wie war jetzt die Schreibphase für dich? War das anstrengender? Es ist auch nicht so ganz einfach zu erklären, weil ich habe wirklich so diese einzelnen kleinen und großen Pfützen erstmal aufgeschrieben und habe dann versucht, so eine Reihenfolge reinzubringen und auch versucht, vielleicht einen Sinn in dem Ganzen zu finden und den zu vermitteln. Ich habe eigentlich ununterbrochen geschrieben und nachdem ich mal auf diesen Trip war mit dem Schreiben für Erwachsene und mit meiner Kindheit, da sind mir ununterbrochen Geschichten eingefallen, Szenen eingefallen. Ich erinnere mich, es gab eine Uraufführung eines meiner Theaterstücke in Esslingen und ich war, weil das morgens vor Kindern war, war ich in der Nacht vorher da. Ich schlief ein, nachts um 3 wachte ich auf, war hellwach und hatte mindestens 5 verschiedene Szenen im Kopf, an die ich noch nicht gedacht hatte. Was sollte ich machen? Ich hatte kein Papier. Ich habe es, ich muss es gestehen, dem armen Hotelier die Blätter geklaut aus dem Heft, in dem steht, wo die Nummer der Rezeption ist oder wo man den Arzt erreichen kann oder so. Wo der Fluchtplan ist. Ich habe 3 von diesen Blättern vollgeschrieben. Ich habe sie auch noch zu Hause. Ich werde ihm irgendwann mal schreiben, um Verzeihung bitten. Es wird ihm wahrscheinlich eine Ehre gewesen sein. Das Buch ist ja nicht komplett chronologisch. Das ist ja auch das Schöne, finde ich, daran. Das ist ein bisschen so, das führt einen an der Hand so quer durch die Kindheit durch. Aber es beginnt doch, finde ich, eigentlich mit dem Anfang, so wie sich das gehört. Und da freue ich mich jetzt auf die erste Lesepassage, die wir gleich von dir hören werden. Ja, gut. Meine Mutter starb an den Spätfolgen meiner Geburt, als ich 7 Wochen alt war. Das Stillen hatte ihr starke Schmerzen bereitet. Mein Vater holte den Hausarzt. Der untersuchte die Kranke flüchtig und sagte, sie solle nicht so zimperlich sein. Die Frauen heutzutage seien alle verzärtelt und verweichlicht. Früher hätten die Mütter klaglos durchgehalten und ihr Kind gestillt, auch wenn es ein wenig weh tat, und hätten nicht gleich ihn, den Arzt, kommen lassen. Dann ging er. 2 Tage später starb sie an der Brustentzündung. Am Tag nach der Beerdigung seiner Frau lehnte mein Vater am unteren Ende der Bergstraße an einer Gartenmauer. Gegenüber stand das Privathaus des Arztes, der meine Mutter zimperlich genannt hatte. Es war ein kalter Februarmorgen, mein Vater trug einen Wintermantel. In der Manteltasche steckte der Revolver, mit dem er den Arzt erschießen würde, sobald der aus dem Haus trat.
Den Revolver hatte ihm jemand besorgt, dessen Namen mein Vater auch später nicht verraten wollte, als er die Geschichte erzählte. Es war ein Turnbruder aus der Turngemeinde Schweinfurt. Mein Vater war ein begeisterter Turner gewesen und für viele in Schweinfurt ein Star. Die Trophäen, die er bei Wettkämpfen gewonnen hatte, meist hohe Kelche aus Metall und kleine Trinkbecher mit eingeprägten Wappen, standen noch in der Wohnzimmervitrine hinter Glas, als ich Nele, meine zukünftige Frau, den Eltern vorstellte. Und mein Vater vergaß auch nicht, Nele vor die Vitrine zu führen und auf die Schaustücke so dezent hinzuweisen. In einem alten Fotoalbum gibt es ein Bild, das ihn mit drei anderen Turnern bei der Darstellung einer lebendigen Statue zeigt. Das Ereignis fand bei einem Jubiläum der Turngemeinde statt. Die jungen Männer sind bis auf einen kleinen Lendenschurz völlig nackt und vollständig mit Silberbronze bemalt. Selbst der Lendenschurz schimmert metallisch. Die vier haben theatralische Posen angenommen. Drei der Standbilder liegen links von meinem Vater. Er ist auf der rechten Seite am rechten Rand und trägt triumphierend eine große silberne Kugel in die Höhe. Man musste die Silberbronze gleich nach dem Posieren und Fotografieren wieder entfernen, sonst hätte die Haut nicht atmen können und die drei antiken oder die vier antiken Helden wären erstickt. Es war wahrscheinlich einer dieser drei, der ihm Revolver und Munition besorgt hatte. Lange stand mein Vater vor dem Arzthaus und wartete. Wie er wusste, pflegte der Doktor gegen 8 Uhr das Privathaus zu verlassen, um seine Praxis in der Altstadt aufzusuchen. An diesem Morgen kam er nicht. So beschloss mein Vater zu klingeln und ihn im Haus zu erschießen. Eigentlich hatte er der Frau des Arztes den Anblick ersparen wollen. Die Gartenpforte war abgeschlossen. Eine Frau im Nachbarhaus sah ihn an der Pforte rütteln und rief ihm aus dem Fenster zu, dass der Arzt mit seiner Frau in Skiurlaub gefahren sei. Glück für den Arzt, aber auch für meinen Vater und für mich. Hätte er nicht unverrichteter Dinge nach Hause gehen müssen, wäre ich nicht nur mutterlos, sondern auch vaterlos aufgewachsen. Einige Tage später kam mein Vater wohl besser mit Wut und Zorn zurecht. Gegen Mitternacht ging er auf die Ludwigsbrücke bis zur Mitte. Als er sich vergewissert hatte, dass ihn niemand beobachtete, warf er den Revolver über die Brüstung ins tiefe Wasser des Mains, wie er annahm. In der kalten Februarnacht hatten sich aber die treibenden Eisschollen vor einem Wehr gestaut und zu einer Eisdecke verfestigt. So landete der Revolver nicht mit einem lauten Klatschen im Fluss, sondern blieb mit einem dumpfen Aufschlag auf der Eisdecke liegen. Mein Vater ging in den nächsten Tagen immer wieder auf die Brücke, um sich zu vergewissern, dass die Waffe noch da lag. Von hoch oben aus ein unscheinbarer Fleck inmitten aller Steine und Zweige, die Kinder inzwischen auf das Eis geworfen hatten, um die Festigkeit zu prüfen. Da lag er, der Revolver, bis es wärmer wurde und er im Wasser versank. Vielleicht ruht er noch immer auf dem Grund des Mains. Die ersten Jahre nach dem Tod meiner Mutter sind für mich ein schwarzes Loch. Irgendwer muss mich versorgt, mich gewickelt und mir das Fläschchen gegeben haben. Ich weiß nicht wer und es lebt auch niemand mehr, den ich hätte danach fragen können. Es gibt ein paar Anhaltspunkte, winzige Inseln im Schwarzen Meer. Mein Vater erzählte in Gesellschaft oft voll Stolz, wie er seinem Baby den Arzt erspart hatte. Ich litt länger als ein Jahr an einer Furunkulose. Am Nacken und am Rücken hatten sich eitergefüllte Beulen gebildet. Von der verseuchten Milch, die ich getrunken hatte, wie es mein Vater ausdrückte. Er glühte sein Taschenmesser in einer Gasflamme aus, um es steril zu machen, legte mich auf den Bauch, schnitt die Furunkel auf, drückte den Inhalt aus und desinfizierte die Wunde mit hochprozentigem Zwetschgenschnaps. Ein weiteres Anhaltsstück ist das Foto, auf dem man mich als 3- oder 4-Jährigen neben meiner Oma Margarete, genannt Redl, vor unserem Haus in der Schützenstraße sitzen sieht. Sie muss aus ihrer Wohnung in der Hadergasse zum Haus meines Vaters umgesiedelt sein. Sie könnte es gewesen sein.
die sich um mich gekümmert hat. Dann gibt es noch die Geschichten von unzuverlässigen Hausmädchen. Auch die waren wohl angestellt worden, um mich zu versorgen. Das eine Hausmädchen hatte im Kleiderschrank spioniert und die Kleider meiner verstorbenen Mutter entdeckt. Dem Anblick eines besonders schönen Kostüms konnte sie nicht widerstehen, hatte es angezogen und war gerade dabei, sich im Frisierspiegel zu bewundern, als mein Vater überraschend nach Hause kam und sie dabei ertappte. Zuerst gab er ihr zwei Ohrfeigen, eine links, eine rechts, in seiner Sprache: "Ich habe ihr zwei Monstrumschellen verpasst", so erzählte es später Opa Wenger, dem Vater meiner leiblichen Mutter. Dann musste sie das Kostüm ausziehen und er habe sie im Unterrock hinausgeschmissen. Auch ein zweites Hausmädchen bekam seine Hand zu spüren, bevor auch sie hinausschmiss, weil sie gestohlen hatte. Sie war mit 20 Mark in die Apotheke geschickt worden, um ein Medikament zu kaufen, kam weinend wieder und behauptete, sie habe den 20-Mark-Schein auf dem Hinweg verloren. Das war aber nicht sehr logisch von ihr gedacht, denn sie hatte das Medikament schon in der Tasche und musste es folglich gekauft haben. Von meinem Vater kannte ich nur die Geschichte von betrügerischen oder unverschämten Hausmädchen und deren Bestrafung. Bestimmt gab es dazwischen auch andere, die sich nichts zu Schulden kommen ließen und den Berichten meines Vaters ausgespart wurden. Alles wurde anders für mich, als mein Vater ein zweites Mal heiratete und ich eine neue Mutter bekam. Da ich keine Erinnerung an meine leibliche Mutter habe und meine neue selbst in meinen frühesten Erinnerungen schon da war, habe ich sie immer als meine Mutter angesehen und geliebt. Ein Foto meiner leiblichen Mutter hing lange gerahmt an der Wohnzimmerwand. Wenn ich fragte, wer denn die Frau auf diesem Bild sei, sagte man mir nie deine Mutter, sondern die freundlich blickende Frau war die Himmelmama. Die Geschichte, wie mein Vater die neue Frau kennenlernte und für sich gewann, kann ich nur aus ganz unterschiedlichen Quellen rekonstruieren. Der beste Freund meines Vaters war Hannes, der Ziehharmonikaspieler. Die beiden pflegten zusammen zu trinken und zu singen. Hannes war es, der meinen Vater auf eine hübsche Gastwirtstochter in Oberteres aufmerksam machte. Der kleine Paul müsse doch endlich eine Mutter bekommen. Es sei quasi die Pflicht meines Vaters, die Verstorbene ruhen zu lassen und in die Zukunft zu schauen, sagt er. Die beiden fuhren mit dem Auto meines Vaters, einem PKW der Marke Horch, nach Oberteres, nahmen Platz im Gasthaus Mattenheimer, ließen sich von der Wirtstochter ein Bier bringen und verwickelten sie in ein Gespräch. Sie hieß Johanna, war wirklich sehr hübsch. Hannes hatte nicht übertrieben. Und sie sah trotz ihrer 20 Jahre wie eine 16-Jährige aus. Hannes hatte seine Handharmonika dabei. Und mein Vater und er beeindruckten, nicht ohne Hintersinn, die anderen Wirtshausgäste mit Musik und Gesang. Beim Lied muss ich denn zum Städtel hinaus, habe mein Vater bei der Textzeile "Wenn ich komm, kehr ich ein, mein Schatz, bei dir" der Wirtstochter in die Augen geblickt und sie habe ihn zum ersten Mal zugelächelt. Elvis Presley hat später genau dieses Lied auf Deutsch gesungen und auf einer Schallplatte veröffentlicht. Beim nächsten Mal brachte mein Vater mich, den Zweijährigen, mit und erzählte von seinem Dasein als Witwer. Meine Mutter, und ich werde sie ab jetzt immer so bezeichnen, behauptete später, bevor sie sich in meinen Vater verliebt habe, habe sie sich schon in mich, den Zweijährigen, Lockenkopf verliebt. Die Hochzeit fand dann in der Marienkapelle in Oberteres statt. Das war wirklich eine beeindruckende Geschichte mit dem Revolver. Wie hast du von dem Revolver erfahren oder von dieser Szene? Das hat mein Szene? Vater später stolz erzählt. Wollte meinen Beifall dafür haben, dass er, ja. Aber es ist ja zum Glück gut gegangen. Ja. Du hast ja schon als Kind
in den Nachkriegsjahren ganz wunderbar gezeichnet. Du warst ein großer Künstler eigentlich schon von Kindesbeinen an und es hat auch großen Anklang gefunden bei deinen Mitschülerinnen und Mitschülern. Hauptsächlich Mitschülerinnen, ja. Aber es war ja nicht so einfach, an Zeichenpapier zu kommen. Du hast dir da was einfallen lassen, glaube ich. Richtig, also am Nachmittag kamen oft Mädchen und wollten, dass ich ihnen eine Prinzessin zeichne. Und je nachdem, ob sie blond oder schwarz waren, musste die Prinzessin blonde oder schwarze Haare haben. Und die haben auch genau vorgeschrieben, wo und wie das Krönchen zu sitzen hat. Und meine Bedingung war, sie muss das Papier mitbringen, auf das ich die Prinzessin zeichne mit Buntstiften und ein zweites Papier, oft eine Heftseite herausgerissen aus irgendeinem Heft, ein zweites Papier als Belohnung für mich und für meine zukünftigen Zeichnungen. Meine Mutter hat übrigens später mal erzählt, es hätte keine Zeitung gegeben, der nicht sämtliche Ränder quer der Länge nach und unten von mir voll gemalt gewesen sein. Ja, du hast erst später als Erwachsener dann angefangen, auch Geschichten zu schreiben. Ich glaube, Das mit dem Geschichtenschreiben, das war während der Kindheit aufgeteilt. Du warst immer der Künstler, also der Maler, und du hattest einen sehr, sehr guten Freund. Ja. Und das war der Dichter. Genau, aber das war schon während meiner nach der Pubertät, das war schon im Gymnasium. Also wir hatten beide einen Ruf. Ich war der Maler und habe zum Beispiel den Schulfasching gestaltet und meterweise die Gänge ausgemalt mit Zeitungspapier. Und er war der Dichter. Und wir haben sehr gut zusammengearbeitet. Er hat mir immer, wenn er ein neues Gedicht geschrieben hat, er hat es oft auf kariertes Papier geschrieben. Er war sehr sorgfältig, der Franz, und hat es dann gelocht und hat es eingeordnet. Das war ein bisschen merkwürdig, dieses lyrische Gedicht in einem karierten Papier und gelocht. Und er hat mir seine Gedichte geschenkt. Ich habe ihm dafür als Gegengabe wahrscheinlich einen Holz- oder einen Linolschnitt geschenkt. Was dachtest du denn, oder welchen Weg hast du denn nach dem Abitur eingeschlagen und was dachtest du damals, was du eigentlich mal werden würdest? Dazu hat mir geholfen der Herr Taschenbier. Also kann ich da abschweifen, ja, nicht, dass wir jetzt vom Hundertsten ins Tausendste kommen. Also mein Vater hatte ein Büro im Elternhaus. Und als sein Geschäft immer größer wurde, dann konnte er die Büroarbeit nicht mehr alleine bewältigen. Dann hat er einen Mann eingestellt. Ich habe ihn dann später Herr Taschenbier genannt. Der war so, wie ich Herrn Taschenbier im Sams Buch beschrieben habe. Er war sehr still, in sich gekehrt, Kontakt gestört, hat nie von sich aus einen Erwachsenen angesprochen, war ein bisschen ängstlich und schüchtern und den einzigen Kontakt, den er hatte, war der zu Kindern oder zu mir. Ja? Und er war derjenige, der mich beiseite genommen hat und hat gesagt, Paul, ich habe deine letzten Bilder gesehen. Nimm bitte nicht das Geschäft deines Vaters, das soll dein Bruder nehmen. Du musst unbedingt auf die Kunstakademie. Und ich habe ihm geglaubt und das befolgt und war erst mal also in Stuttgart auf der Kunstakademie und wollte Maler werden. Während dieser Zeit habe ich übrigens schon mein erstes Hörspiel für Erwachsene geschrieben, für den Süddeutschen Rundfunk. Zum Glück hast du auf den Herrn Taschenbier. Weiß eigentlich der Herr, eben, der die Vorlage war zum Herrn Taschenbier, weiß er denn, was für einen Einfluss er auf dich hatte? Hat er das noch erfahren? Nein, ich habe das ja geschrieben, 1972, also da war er schon verstorben. Ich kann ja den Namen verraten, das war Herr Wenner. Und ich hatte vor kurzem in der Nähe von Schweinfurt eine Lesung. Da kam ein junger Mann, so etwa 40-Jähriger, auf mich zu und sagte, Herr Ma, Sie haben vielleicht meinen Vater gekannt, das war der Herr Wenner. Und dann sagte ich, wissen Sie, dass er das Vorbild war für meinen Herrn Taschenbier in den Samsbüchern? Nein, das muss ich gleich meiner Mutter erzählen, sagte er und war ganz happy. Oh, wie schön, wie schön. Ja, also ich glaube, das sind so ganz besondere Begegnungen. Ja. Ich möchte zurückkommen auf das Haberfront Festival. Jetzt wart ihr da, das war ein riesengroßes Event und
große Bühne, die erste Lesung aus dem Buch und da hast du dann eben dieses berühmte Tüttelband bekommen, das Hamburger Tüttelband, und da saß dann also dieses etwas steife, kühle Hamburger Publikum und du hast angefangen zu lesen. Und diese Szene, glaube ich, hat beim Publikum für etwas Irritation, aber dann auch für Gelächter gesorgt. Welche Szene war das denn? Das kann ich vorlesen. Das war diese Geschichte. Die passt eher nach Franken als in das steife Hamburg. Mein Vater hatte sich eigentlich ein Mädchen gewünscht und musste 18 Jahre warten, bis ihm mit meiner Halbschwester Barbara dieser Wunsch erfüllt wurde. Also machte er ein Mädchen aus mir. Als Vierjährige hatte ich schulterlange, gewellte, blonde Haare und sah mit meinem etwas weichen Gesicht tatsächlich wie ein Mädchen aus. Er steckte mich auch gerne in Kleider, denen man nicht ansah, ob sie für einen Jungen oder ein Mädchen bestimmt waren. Ich erinnere mich an einen heißen Sommertag, an dem er und ich an der Liegewiese neben dem Main lagerten. Ich trug eine etwas zu groß geratene, geblümte Pumphose, die an allen drei Öffnungen mit einem Gummi abschloss, und stand mit nacktem Oberkörper neben meinem Vater. Kamen andere Badegäste vorbei, sprachen sie ihn oft an und bewunderten das süße Mädchen. Meist waren es ältere Frauen in dunklen, einteiligen Badeanzügen, die versuchten, mir über die Locken zu streichen. Der Vater sei bestimmt stolz auf das kleine Engelchen, vermuteten sie. Das war ihm unangenehm und brachte ihn richtig in Rage. Für ihn sollte ich das Mädchen spielen, das er sich gewünscht hatte. Die anderen hatten ihn gefälligst für den stolzen Vater eines erstgeborenen Sohnes zu halten. Irgendwann wurde es ihm zu viel. Als wieder eine der Frauen das hübsche Mädchen vor ihm lobte und nicht oft genug wiederholen konnte, wie niedlich sie mich fand, zog er mir mit einem kräftigen Ruck die Hose herunter und rief: Mädchen, seit wann haben Mädchen einen Zipfel? Endlich hatte ich einen Namen für das spitze Ding, das zwischen meinen Beinen hervorstach. Ich hatte etwas Neues erfahren. Als Kind lernt man erst den Namen der großen Körperteile kennen. Brust, Bauch, Kopf, Beine, Arme. Dann kann man erst weiter differenzieren. Ohren, Augen, Nase, Stirn, Knie. Von den Fingern konnte ich immerhin den Daumen benennen und den zweiten, der die Pflaumen schüttelt. Die nächsten drei waren noch namenlos. Aber jetzt wusste ich, dass ich einen Zipfel hatte. Das Geheimnis der Zeit erschloss ich mir im städtischen Krankenhaus Schweinfurt. Ich bin dort zusammen mit meiner Mutter. Sie will eine Bekannte besuchen, die gerade ein Kind bekommen hat. Das Krankenhaus ist mir vertraut. Da lag ich während einer Scharlacherkrankung in der Isolierstation. Es waren triste Tage. Also, um zu unterbrechen, damals gab es ja noch kein Penicillin und Scharlach war ansteckend, da wurde man sofort isoliert. Wegen der Ansteckungsgefahr durfte ich keinen Besuch empfangen. Ab und zu wurde ein Schieber oben in der Tür geräuschvoll zur Seite gezogen und gab das besorgte Gesicht meiner Mutter frei. Ich lächelte ihr zu. Wenn ihr Gesicht wieder verschwunden und das Fensterchen verdeckt war, zog ich mir die Bettdecke über den Kopf und weinte. Kurz vor Kriegsende wurde ich wieder eingeliefert. Verdacht auf Lungenentzündung. Wir wohnten da schon in Obertheres und meine Mutter hatte eines der wenigen Autos organisiert, die noch fuhren, um mich nach Schweinfurt gebracht in das städtische Krankenhaus. Ich lag mit 5 anderen Kindern in einem Krankenzimmer und fühlte mich trotzdem einsam. Ein älterer Junge kam mit einem Mühlespiel zu mir ins Bett, setzte sich bei mir auf die Kante und fragte, ob ich Lust habe, mit ihm zu spielen. Ich stimmte zu. Mühle kannte ich. Das hatte ich oft mit Oma Kuni gespielt und meistens gewonnen. Beim Spielen mit dem großen Jungen begriff ich schnell, dass sie mich immer absichtlich hatte gewinnen lassen.
Er setzte seine beiden ersten Steine so geschickt, dass er nur noch den dritten in die Ecke setzen musste und nun die Möglichkeit hatte, nach beiden Seiten eine Mühle zu bilden. Setzte ich meinen Stein zum Verhindern nach rechts, stellte er seinen vierten Stein nach links, schuf sich eine Mühle und warf einen von mir gesetzten Stein hinaus. Mit wenigen Spielzügen hat er alle meine Spielsteine entfernt, bis auf zwei, mit denen man keine Mühle mehr bilden konnte, und ich gab auf. »Nochmal?«, fragte er. Ich nickte und verlor die Partie fast noch schneller als die erste. Wieder fragte er, »Nochmal?« Ich gab keine Antwort und drehte ihm stumm den Rücken zu. Ein anderer Junge war der Held in unserem Kinderkrankenzimmer. Er war bei einem Bombenangriff verschüttet gewesen. 2 Tage hatte er in qualvoller Enge ausgehalten, bis er gefunden und ausgegraben worden war. Man hatte ihm ein Tapferkeitsabzeichen ans Nachthemd gesteckt, das er jeden von uns vom Bett aus zeigte. Aufstehen durfte er nicht. »Mein Bauch war aufgeplatzt und der Kot kam heraus«, erzählte er. »Was ist denn Kot?«, fragte ich. Das Wort war mir nicht bekannt. Wahrscheinlich hatte auch er es vorher noch nie gehört und von den Ärzten gelernt. »Na Scheiße, weißt du nicht, Scheiße«, sagte er. Ein Junge im Nebenbett griff das Wort auf und rief mir zu, ich solle ins Bett scheißen und es hinunterreden. Er kam aus der Rhön und in seinem Dialekt klang es etwa so, »Baul, scheißen am Bett und rat's no.« Das führte zu allgemeinem Gelächter und der gemeinschaftlichen Aufforderung, seinem Vorschlag Folge zu leisten. Ich war nicht sicher, ob das scherzhaft gemeint war oder ob man mich als den Jüngsten tatsächlich zwingen, jetzt tatsächlich es zu tun. Ich fühlte mich schutzlos und erfand eine Ausrede. Ich kann aber nicht, ich habe Verstopfung. Was von mir als Ausflucht aus seelischer Not gemeint war, wurde von den anderen Jungen als genau passende witzige Gegenrede empfunden und mit viel Beifall belohnt. Meine Mutter befreite mich später und holte mich nach Obertheres zurück. Es war wohl keine echte Lungenentzündung gewesen. Sie unterschrieb, dass sie mich auf eigene Verantwortung mitnehmen würde, und das tat sie. Ober Schorsch amüsierte sich sehr, als ich ihm erzählte, was der Junge aus der Rhön zu mir gesagt hatte. Ich durfte es zu Oma Kunis großem Ärger sogar vor den Wirtshausgästen wiederholen. Und Oma legte Wert darauf, dass ich den Dialekt des Jungen rechtzeitig wiedergab. Da würde alles echter und komischer klingen. »Paul, scheiß in ein Bett und rat's noch.« Aber diesmal war ich ja mit meiner Mutter auf der Entbindungsstation. Sie holte aus einem Regal im Flur eine Vase, stellte den mitgebrachten Strauß hinein und war gerade dabei, die Tür des Krankenzimmers zu öffnen, als eine streng blickende Schwester herauskam und erklärte, dass das Zimmer der Wöchnerinnen nur von Erwachsenen zu betreten sei. Sie trug das blau-weiß gestreifte Kleid, die Schürze und das weiße Häubchen, die Uniform, die ich von meinem letzten Aufenthalt hier kannte. Ich sollte auf einem Hocker vor der Tür warten, bis der Besuch meiner Mutter beendet war. Ich klammerte mich an deren Hand fest und wollte sie nicht hineingehen lassen. Wer wusste denn, was die Schwester in der Zwischenzeit mit mir gemacht, in welche Krankenstube sie mich abgestellt hätte, ohne die schützende Hand meiner Mutter? In diesem Haus hatte ich schlechte Erfahrungen gemacht. Meine Mutter versuchte, die Schwester zu überzeugen, dass man mich, ein besonders ängstliches Kind, unmöglich alleine vor der Tür sitzen lassen konnte. Der Anschein gab ihr recht und die Krankenschwester ließ sich erweichen. Aber dass er still sitzt und nicht herumläuft. Ich ging hinein auf höchste gespannt und aufgeregt. Was war das Geheimnis des Zimmers? Etwas, was nur Erwachsene sehen durften, kein Kind. Etwas, was Kindern verboten war. Mir wurde ein Stuhl zugewiesen. Ich blickte mich vor, betont gleichgültig und unauffällig um. Die maisgelben Vorhänge ließen das Zimmer hell und sonnig erscheinen. Eine Frau hatte gerade eine Brust entblößt und stillte ein winziges Kind. Der kahle Kopf des Säuglings war kaum größer als ein Sellerieknollen. Eine andere lag schlafend im Bett, den Arm behütend um ihre Zudecke geschlungen. Das war die Frau, die wir besuchen wollten.
Meine Mutter stellte den Strauß auf das Nachtschränkchen, nahm Platz und wartete geduldig darauf, dass ihre Bekannte aufwachte. Das konnte ja nicht das Geheimnis des Zimmers sein. Plötzlich entdeckte ich es, erst aus den Augenwinkeln, dann bei einer heimlichen, schnellen Kopfbewegung. Es war die große, runde Uhr an der Wand. Ich drehte den Kopf rasch zurück und beobachtete die Erwachsene im Zimmer. Sie hat nichts gemerkt. Sie hat nicht gemerkt, dass sie ihr Geheimnis gesehen hatte. Ganz langsam schaute ich wieder zur Uhr. Sie hatte ein weißes Ziffernblatt, schlanke Ziffern, dazwischen jeweils 5 Striche. 2 Zeiger, ein großer und ein kleiner, die kannte ich. Aber hier gab es noch einen dritten, roten, der zitternd von Strich zu Strich, von Sekunde zu Sekunde sprang, geradezu hüpfte. Unsere Uhr zu Hause war mir immer ein Rätsel gewesen. Man sah nie, dass sich die Zeiger bewegten, und doch mussten sie es tun. Manchmal, wenn ich fragte, wann wir zu einem Spaziergang aufbrechen würden, sagte meine Mutter, wenn der kleine Zeiger dasteht und ihr Finger zeigte auf eine Zahl auf der rechten Seite des Ziffernblattes. Ich blickte wieder und wieder hin, aber der Zeiger bewegte sich nicht. Doch wenn ich die Uhr vergessen und eine Zeit lang in meinem Zimmer gespielt hatte, zeigte der kleine Zeiger plötzlich auf eine andere Zahl. Es gab Geheimnisse, die die Erwachsenen vor uns Kindern verbargen. Sie schienen den Osterhasen sehen zu können und dem Christkind beim Arrangieren der Weihnachtsgeschenke sogar zur Hand zu gehen. Uns Kinder zeigte sich keiner von beiden. Andächtig schaute ich jetzt dem Rasen des roten Zeigers zu und vergaß dabei alle Vorsicht. Ich teilte jetzt ein Geheimnis mit den Großen. Jetzt wusste ich, dass man sehen kann, wie die Zeit vergeht. Ich finde, an dieser Sequenz mit der Zeit kann man ganz besonders erkennen, wie toll du dich in die Köpfe von Kindern und in die Gedankenwelt von Kindern einfühlen kannst. Und das muss natürlich ein guter Kinderbuchautor können. Du hast mal gesagt in dem Interview, es gäbe 2 Arten von Kinderbuchautoren. Das war ein bisschen übertrieben. Ich weiß schon, was jetzt kommt. Es muss ja nicht. Ja. Also gut, wiederhole es. Aber ich relativiere es ein bisschen. Also es gibt die einen Autoren, zu denen zum Beispiel Astrid Lindgren gehörte, die eine Art von Autoren. Und dann gibt es eine zweite Art, zu der du dich zählen würdest. Aber nee, ich habe da eigentlich den Janosch gezählt, der eine grauenhafte Kindheit hatte und mit Ketten geschlagen wurde. Und ich sagte, entweder man hat eine harmonische, himmlisch schöne Kindheit wie Astrid Lindgren. Und wenn man dann erwachsen ist und ein uneheliches Kind hat und in Stockholm in bedrückenden Verhältnissen sitzt, dann imaginiert man die Kindheit damals im schönen Schweden in Bullerbü, die man gehabt hat, und schreibt aus diesem Impetus seine Kindergeschichten. Oder aber wie Janosch, der mir erzählt hat, wie schrecklich es ihm als Kind gegangen ist, dass man sagt, und jetzt erfinde ich die Kindheit, die ich nicht gehabt hätte und die ich nicht gehabt habe und die ich gerne gehabt hätte. Das sind 2 Extreme. Ich bin ein bisschen in Janosch näher, aber nicht so krass. Du hast damals, warst du als Kind ja schon sehr verträumt. Also es gibt ja eine Situation, gab es da hast du eigentlich Schreibübungen machen sollen und kamst nicht mal halb so weit, wie du eigentlich solltest. Dann kam deine Mutter ins Zimmer und hat gesagt, Paul, träumst du schon wieder? Und es erinnert mich doch sehr an Lippel. Ja, der Lippel ist auch ein bisschen ein Vorbild für den Paul aus der damaligen Zeit, der auch gerne träumte. Dein Vater hat es ja nicht gern gesehen, dass du so viel geträumt hast und dass du als Kind auch so viel gelesen hast. Nee, ich hatte auch keine Kinderbücher. Mein Vater hatte auch eine Begründung und er konnte es sehr gut vermitteln. Also da stellte sich etwa vor eine frisch gemalte weiße Wand, er war ja Maler und Verputzerweise, und sagte, Paul, schau mal her. Jetzt habe ich ungefähr eine Stunde lang mich damit beschäftigt, die Wand zu malen. Und jetzt kann ich stehen und sagen, schaut, das habe ich gemacht. Das ist das Ergebnis meiner Arbeit.
du sitzt eine Stunde im Sessel und hast ein Buch in der Hand und jetzt, was hast du gemacht und was ist das Ergebnis? Überhaupt nichts, du hast nur Zeit verdrödelt. Geh mal in den Hof und kehr mal die Blätter weg. Das ist eine eher robuste Herangehensweise der Erziehung. Als du dann aber Nele kennengelernt hast, deine spätere Frau, da hat sich dir eine ganz neue Welt geöffnet. Richtig, ich habe meiner Frau viel zu verdanken. Wir waren eine reine Jungenschule, die Oberrealschule Schweinfurt. Und ausgerechnet in der Abiturklasse, in der letzten Klasse, kam ein Mädchen, eigentlich eine junge Frau, zu uns in die Klasse. Das war die Sensation. Die war nämlich vorher auf einem Internat gewesen und hatte festgestellt, dass die meisten, die dann das offizielle Abitur an unserer Schule machen mussten, im Internat durften sie das nicht, dass 80% durchgefallen sind. Der Unterricht in diesem Internat schien also nicht so besonders effektiv gewesen zu sein. Deswegen hat sie den Antrag gestellt, dass sie in der letzten Klasse bei uns in die Schule kommt, um auf unserem Wissensstand zu sein. Und sie kam also und war da eine Exotin, denn sie kam aus einem Milieu, das uns Bürgerkindern gar nicht vertraut war. Sie kam nämlich aus dem fränkischen Theater Schloss Marsbach. Und es gab da Geschichten. Es war eine Schauspielerkommune, das stimmte auch. Und alle Regisseure, Bühnenbildner, Schauspieler, Schauspielerinnen lebten alle unter einem Dach in Schloss Stöckach. Und man hat sich nun erzählt, hinter vorgehaltener Hand, da schläft jeder mit jedem und jede mit jedem. Und der Vater ist schon zweimal geschieden und lebt jetzt trotzdem mit der Mutter zusammen. Und die Mutter hat einen neuen Mann, der ist 10 Jahre jünger als sie. Und der hat bestimmt sie geheiratet, damit er an die Nele drankommen kann. Ja? Also so einen Nimbus hatte sie. Außerdem, wir fuhren immer mit dem Fahrrad zur Schule und sie kam mit dem Motorroller angefahren. Ja? Also mit dem Messerschmitt-Roller, mit dieser Haube. Ja? Und und ich weiß nicht, ob ich die ganze Geschichte in aller Ausführlichkeit erzählen soll. Ich schaue mal auf die Uhr, nachdem sie schon so lange gewartet haben. Jedenfalls, es gab die erste bei uns, wir haben sie ja gesagt, Klassenfeier mit Tanz. Party war noch nicht das angesagte Wort damals. Und jetzt ging es darum, es gab 3 oder 4 Interessenten, vielleicht waren es auch 5, ich weiß nicht mehr genau, die gerne die Nele eingeladen hätten. Und unser Klassensprecher hat das sehr demokratisch gelöst. Er sagte, schreibt alle euren Namen auf den Zettel. Da wurde zusammengeknüllt, in die Mütze gelegt und dann hat er einen Zettel gezogen, aufgemacht. Paul, du darfst sie als Erster fragen. Und zu meiner Überraschung hat sie ja gesagt und wir waren dann zusammen auf dieser Party. Und das war dann so das erste nähere Kennenlernen und ich habe sie dann oft besucht im Schloss Stöckach, ja, und wir saßen da zusammen mit den Schauspielern und ich war der Exot, der fränkische Eingeborene mit meinem breiten Dialekt, ja. Du hast da, glaube ich, auch alle Theaterleute ziemlich amüsiert mit deinem fränkischen Dialekt. Magst du uns das vielleicht mal vorlesen, weil die Stelle ist einfach super. Ja, gut. Also, ich bin dann vom Land in die Stadt gezogen, als mein Vater zurückkam aus Krieg und Kriegsgefangenschaft und kam dort in Schweinfurt in die Schillerschule. Die Lehrerin war mit meinen Aufsätzen sehr zufrieden, mit meiner Rechtschreibung aber ganz und gar nicht. Sie trug mir auf, meine Mutter in die Sprechstunde zu schicken. Die kam besorgt zurück. Du hältst den Klassenrekord, sagte sie. Du hast es geschafft, in einem einzigen Aufsatz 20 Fehler zu machen. Am Ende des Schuljahres musst du im Gymnasium die Aufnahmeprüfung bestehen, weil du aus der 5. Klasse kommst und nicht wie die meisten aus der 4. Mit derart vielen Fehlern nehmen sie dich da überhaupt nicht. Habt ihr denn in Obertieres nicht Rechtschreiben geübt? Ich zuckte mit den Achseln. Nach der 4. Klasse war ich in die Hauptschule gekommen. Das neue Schulhaus lag weiter unten im Dorf. Man betrat es über das Schulbrückele, das sich über den Dorfbach spannte. Unser Hauptlehrer, Herr Schopper, den kannte ich schon vom Schafkopfspielen aus dem Nebenzimmer.
Er war weit über 60 und unterrichtete nur deshalb immer noch, weil so viele Lehrer aus dem Krieg nicht zurückgekommen waren. Er ging den Unterricht ganz entspannt an. Diktate schrieben wir nie. Er war ein großer Karl-May-Freund und las uns jeden Morgen aus einem der Bände vor. Seine Lieblingsstelle stammte aus dem Buch Der Schutt. Darin beißt Haji Halef Omar in eine Schweinswurst, obwohl er dies als Moslem eigentlich nicht darf. Er wird auch prompt bestraft. In der Wurst findet er einen ekligen ledernen Fingerling, der dem Fleischer wohl beim Wurstmachen vom verwundeten Finger geglitten ist. Die Stelle las Herr Schopper nicht nur einmal vor, sondern fast jeden dritten Tag. Und jedes Mal brach er darüber selbst in lautes Lachen aus. Er war wohl schon ein wenig vergesslich und erinnerte sich nicht daran, dass wir die Stelle schon gut kannten. Weil wir höfliche Schüler waren, fielen wir jedes Mal in sein lautes Lachen mit ein, was ihn sehr freute. Wir lachten auch, um ihn bei Laune zu halten, sonst hätte er uns am Ende noch irgendwelche Rechenaufgaben serviert. Du kannst nicht zwischen dem harten und dem weichen D und B unterscheiden, sagte meine Mutter. Sie sprach wie alle Franken und Fränkinnen das harte B weich aus. Du hast zum Beispiel geschrieben, ein Blatt Papier und in der Bause. Ja, alle sagen Papier, du doch auch, Oma und Opa auch und Frau Fehring. Du musst nicht alle aufzählen, die das so aussprechen, sagte sie. Es gibt doch einen Unterschied zwischen der Schriftsprache und der mündlichen. Man sagt Papier, aber man schreibt es doch mit hartem B. Es ist genauso wie im Englischen, das wirst du noch kennenlernen. Man schreibt Kentucky, aber man spricht es Kentucky. Das wusste sie von meinem Vater aus der Kriegsgefangenschaft. Wenn man von Kindesbein alle P's und T's weich ausgesprochen hört, prägt sich das einfach ein und ist ganz schlecht wieder zu löschen. Selbst als Student kriegte ich den fränkischen Zungenschlag einfach nicht los. Als Freund der Tochter des Intendanten des Fränkischen Theaters in meiner Zeit in Stöckach hatte ich manchmal den gutmütigen Spott der Schauspieler zu ertragen. Die sprachen natürlich das gepflegte Bühnendeutsch, das man ihnen auf der Schauspielschule eingetrichtert hatte. Ich war ein Eingeborener, ein Exot. Einmal bei einer reich gedeckten Kaffeetafel anlässlich einer Jubiläumsfeier bat ich um ein Stück Erdbeerdorde. An der Reaktion zweier junger Schauspieler, die mir gegenüber saßen, spürte ich, dass ich mich mal wieder fränkisch geäußert hatte. Sie blinzelten sich zu, konnten das Lachen kaum unterdrücken und fragten scheinheilig, welchen Kuchen möchtest du haben, um von mir noch einmal die Erdbeerdorde zu hören? Diesen Gefallen tue ich euch nicht, sagte ich mir grimmig. Nicht nochmal werde ich die Torte weit aussprechen. Ein Stück Erdbeertorte, sagte ich. Erdbeertorte, riefen sie, Erdbeertorte und fielen vor Lachen fast vom Stuhl. Man erkennt den Franken selbst dann, wenn er schon in die Jahre gekommen ist und sich sein Leben lang bemüht hat, Hochdeutsch zu sprechen, weil es etwa seinen Beruf erfordert. So war ich einmal vom Goethe-Institut nach Kairo eingeladen worden, um den Übersetzer meiner Bücher und arabische Autoren kennenzulernen. Aus Anlass des Besuches hatte man für mich eine Lesung an einer deutschen Schule arrangiert. Es war eine Mädchenschule und wurde von deutschen Nonnen geleitet. Ich saß im Direktorenzimmer der Leiterin gegenüber der Schwester Oberin, als ich nach einem kurzen Klopfen die Tür öffnete und ein Mann den Kopf hereinstreckte. Unser Deutschlehrer, erklärte mir die Oberin, es gibt auch einige wenige Männer an der Schule. Der Mann trug eine unförmig dicke, dunkle Hornbrille und hatte seine Haare mit Pomade so flach nach hinten gekämmt, dass die Haarspitzen hinten waagrecht vom Kopf abstanden. Sie kommen aus Bamberg? Fragte er mich. Ja, das stimmt. In Bamberg gibt es die Brauerei Ma, mit der sind Sie bestimmt verwandt, fragte er. Nein, gab ich zur Antwort, die Brauerei schreibt sich mit H in der Mitte, mein Name schreibt sich mit 2 A. Ach so, sagt er,
dann viel Spaß bei Ihrer Lesung. Ich kann leider nicht dabei sein, ich habe Unterricht. Damit zog er die Tür wieder hinter sich zu. Die Schwesteroberin griff zum Telefon. Schwester Crescentia, bitte ins Direktorat. Eine junge Ordensschwester trat kurz darauf ein. Ihr Habit bestand aus einer weiten, schwarzen Kutte und einer Haube, unter der ein weißes Stirnband hervorragte. Schwester Crescentia wird Sie in die 6. Klasse begleiten, sagte die Oberin. Die Schwester ging voraus, ich folgte ihr über einen langen Flur. Die Schülerinnen der 6. Klasse trugen alle die gleiche Schuluniform, dunkelrote Röcke, weiße Blusen, dunkelrote Jacken. Ich hatte das Gefühl, dass ich als Lehrer eine Weile gebraucht hätte, um sie voneinander unterscheiden zu können. Ich begann mit einem Werkstattgespräch. Schwester Crescentia nahm in der letzten Bank Platz und blickte aufmerksam zu mir nach vorne. Ich hatte den Verdacht, dass sie als Aufpasserin fungierte, um mich notfalls unterbrechen zu können, denn in den modernen deutschen Jugendromanen wird ja häufig von Sex und Drogen erzählt und das war an einer Nonnenschule bestimmt nicht angebracht. Als die Rede auf mein erstes Buch kam, die Schülerinnen hatten sich offensichtlich vorbereitet und eine von ihnen nach dem tätowierten Hund fragte, war mir klar, bei welchem Lehrer sie Deutsch lernten. Was ist überhaupt eine Tätowierung, wollte eine wissen. Ich versuchte es Ihnen zu erklären, etwas umständlich. Also, dass ein Bild auf der Haut, manchmal am Arm, manchmal auf der Brust, das aber nur bei Männern, fügte ich schnell hinzu, als ich an den Gesichtern der Mädchen ablas, dass sie ihre Brust nicht gerne mit einem Bild geschmückt sehen wollten. Bei einer Frau eher am tiefen Rücken, erzählte ich weiter. Eigentlich ist das Bild nicht auf der Haut, sondern in ihr oder, wie soll ich sagen, unter ihr. In diesem Moment sah ich Schwester Crescentia aufstehen und langsam nach vorne kommen. Durfte man in einer Nonnenschule nicht einmal Haut sagen oder war es die Brust, die ich erwähnt hatte? Sie stellte sich neben mich, blickte in die Klasse, schob mit der rechten Hand den weiten linken Ärmel ihrer Kutte zurück und sagte, das ist eine Tätowierung. Auf ihrem Unterarm war ein großes rotes Herz eintätowiert, aus dem oben eine gelb brennende Fackel ragte. Dann ging sie still wieder nach hinten und setzte sich. Später holte mich ein Fahrer des Goethe-Instituts ab. Während der ganzen Rückfahrt versuchte ich, mir die unbekannte Lebensgeschichte der tätowierten Nonne auszumalen. Ich stellte mir vor, dass sie als Rockerbraut ein Erweckungserlebnis gehabt hatte, wie Weiland der Apostel Paulus. Der war als Saulus losgeritten, war vom Pferd gestürzt, wurde christlich und hatte den Namen Paulus angenommen. Die Nonne, erfand ich mir, war als Karin auf dem Motorrad gestartet, von der Maschine gestürzt, wurde Nonne und hatte den Namen Schwester Crescentia angenommen. Ungeachtet meines fränkischen Dialekts änderte sich meine Position als Exot und Hofnarr des Theaters. Als ich mein erstes Theaterstück Der König in der Kiste geschrieben hatte und es vom ZDF aufgezeichnet wurde. Und mein Stellenwert steigerte sich noch mehr, als auch mein zweites Stück Kickere Kiste im Fernsehen lief, sogar unter der Regie des damals sehr bekannten Pantomimen Sammy Molcho. Viele Schauspieler an Provinztheatern träumen davon, eine Rolle in einem Fernsehfilm angeboten zu bekommen. Auch wenn sie das meistens verneinen und behaupten, ihre Welt sei die Bühne. Und nun sahen sie in mir den Mann, mit dem man sich gut stellen musste, weil er sie ins Fernsehen bringen konnte. Thank you.
Vielen Dank, Wolfgang Stute. Nur eine kurze Nebenfrage. Das mit der Nonne, hätte das nicht auch vielleicht noch in die Geschichte gepackt werden können? Kam die Nonne später vielleicht mal in einem deiner Bücher vor? Oder wäre das nicht eine neue Romanidee sogar, die Geschichte der Nonne aufzuschreiben? Die Geschichte der Nonne, es gibt schon von einem Franzosen, von Diderot, glaube ich. Das ist uninteressant, wir wollen sie ja von dir hören. Muss ich nicht nochmal schreiben. Jetzt ist ja der Untertitel des neuen Buches, das ist ja nicht, der ist ja nicht mein Leben oder meine Kindheit, sondern... Ja, es heißt ja hier, steht hier drauf, Roman meiner Kindheit. Und ich finde, das liest sich auch wie ein Roman. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen das schon gelesen haben, aber es ist ein wunderschöner Roman. Und deswegen fand ich es auch besonders schrecklich traurig, dass ich dann, als ich das Buch zu Ende gelesen hatte, liebgewonnene Figuren sozusagen wieder ziehen lassen musste. Jetzt hast du mit diesem Buch wahrscheinlich ganz viele neue, erwachsene Leser gewonnen. Wie ist das eigentlich auf den Veranstaltungen jetzt? Du liest ja jetzt vor einem erwachsenen Publikum. Fühlt sich das anders an? Ist das, eigentlich ist das? Mehr oder weniger zum ersten Mal heute. Denn in Hamburg wurde mir dieses Titelband verliehen und dann nahm die Laudatio schon die Hälfte der Zeit ein und hat Wolfgang auch freundlicherweise gespielt. Und da konnte ich eigentlich nur einen kleinen Ausschnitt aus dem Buch lesen. Heute ist es eine richtige Buchpremiere und ich bin gespannt, wie die nächsten Lesungen sein werden. Also mein Bamberger Publikum, stelle ich fest, ist sehr geduldig und hat durchgehalten, obwohl die Zeit schon sehr, sehr fortgeschritten ist. Wir sind ein bisschen drüber. Dafür bedanke ich mich ganz herzlich. Aber du weißt ja, was wir Leserinnen und Leser und Buchhändlerinnen vor allem haben wollen. Wird es was Neues geben? Und wenn ja, wann? Du meinst für Erwachsene oder für Kinder? Ich nehme alles, was kommt. Also es kommt im Frühjahr, ich habe schon zwei Bände geschrieben, der kleine Troll Toyok. Und das war sehr reduziert, weil es ein Erstlesebuch sein sollte. Und ich hatte jetzt die Gelegenheit, die Geschichte sehr viel breiter zu erzählen und einen dritten Teil dazu zu erfinden. Es wird ein Sammelband geben mit neuen Illustrationen und einem neuen Umschlag. Dann hat die Lektorin im Verlag gemeint, Herr Mahr, wie kommt es eigentlich, in fast allen Ihren Büchern kommen Hunde vor, der tätowierte Hund, der Hund Muck in Lippels Traum, Herr Bello und das blaue Wunder, dann Snuffy Hartenstein und so weiter. Es kommen viele Hunde. Sie sollten mal ein Buch über Hunde schreiben. Sie können auch noch Ihre Hunde-Geschichten, die alten, noch mal zitieren und Teile daraus bringen. Wir erwarten natürlich auch ein paar neue Hunde-Geschichten und vor allen Dingen Hunde-Gedichte. Und es wird wann rauskommen? Ich nehme an, im Herbst nächsten Jahres. Mir bleibt jetzt nur noch Danke zu sagen. Ich bin sehr froh darüber, dass dir diese Idee zu diesem Buch gekommen ist. Ich bin sehr froh darüber, dass du nach 50 Jahren endlich mal einen Literaturagenten getroffen hast, der dich dann auch noch zum richtigen Verlag geführt hat, denn S. Fischer, das ist der Verlag von Thomas Mann und vielen anderen tollen Autoren. Also einen besseren Verlag, glaube ich, hätte man nicht finden können. Tausend Dank. Was war das für ein großes Glück, euch beide hier erleben zu dürfen. Vielen Dank, Paul Mahr und Wolfgang Stute.